Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute wird's spannend, no clickbait. Ihr wundert euch bestimmt, warum das Licht diesmal so ein bisschen doof ist. Das liegt ein bisschen daran, dass ich nicht mehr zu meinen regulären Zeiten drehen kann, weil ich hier so ein paar Bauarbeiten habe und das ist dann etwas problematisch, wenn ich hier sitze und filme. Dementsprechend muss ich meine Drehtage so ein bisschen in die Abendstunden umverlegen. Ich hoffe, dass es bald hier vorbei ist, weil es nervt mich tierisch. Aber auf jeden Fall geht es heute nicht um die Bauarbeiten, sondern es geht heute wirklich um ein Thema, wo ich fast drauf reingefallen werde und es ist wirklich kein Clickbait. Ich weiß, bei mir gibt es manchmal auch Clickbait, aber in diesem Fall ist das wirklich genauso passiert. Ich habe euch das auch mal eingescannt, ich werde euch das jetzt zeigen und ich glaube, dieses Video kann den einen oder anderen davor schützen, in diese gleiche Falle zu tappen. Freunde, bleibt dran, schaut euch das Video an und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bevor wir mit dem Video beginnen, will ich euch ganz, ganz, ganz doll danken, dass ihr den Start von meinem letzten Buch am Sonntag so toll aufgenommen habt. Ihr habt ja mitbekommen, dass ich den dritten Band meines Science-Fiction-Krimis und eine Trilogie herausgebracht habe für all die, die sagen, naja, also ich möchte mir jetzt nicht drei Bücher kaufen, aber alles in einem gebunden mit 780 Seiten, das finde ich schon gar nicht mal so schlecht. Ich war wirklich sehr, sehr überrascht von diesem positiven Start, denn als ich den zweiten Band von John Orion vor einem Jahr rausgebracht habe, lief das nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und hatte dementsprechend wirklich Angst, den dritten Band zu restaurieren, sage ich jetzt mal, denn ich habe das schon mal gesagt, alle diese John Orion Bände sind ja quasi alle schon geschrieben, müssen halt immer nur auf die neueste Stufe gebracht werden, weil ich damals 17 war. Es ist viel Zeit vergangen seit letztem. Aber auf jeden Fall hat sich das für mich persönlich auf jeden Fall gelohnt, dass ich gesagt habe, nein, ich bleibe meiner John Orion Geschichte treu, werde dieses dieses dritte Band auch verlegen bzw. aufarbeiten. Und vielen herzlichen Dank. Es war wirklich so, dass ich sehr, sehr, sehr positiv überrascht war von der Fülle der Bestellungen. Tatsache war, und vielleicht ist das für euch auch ganz interessant, der dritte Band gar nicht so interessant. Den haben sich gar nicht so viele einzeln bestellt. Aber es haben ganz, ganz viele sich die Trilogie bestellt und aus den Kommentaren konnte ich lesen, dass ganz, ganz viele John Orion Band 1 und 2 richtig toll fanden, aber es ganz gerne in einem Buch zusammen gehabt hätten und deswegen haben die sich, obwohl sie Band 1 und 2 schon hatten, die gesamte Trilogie gekauft. Und das hat mich richtig gefreut. Also vielen herzlichen Dank an alle, die da so fleißig mitgemacht haben. Es hat mir auf jeden Fall gut über diesen Monat geholfen. Das klingt so ein bisschen, aber es ist Tatsache so, ich habe das auch schon mal gesagt, dass mein Verlag besteht ja nur aus meinen Zuschauern und von diesen Zuschauern auch nur die, die lesen. Ich spreche ja keine fremden Kunden an, sage ich jetzt mal. Das passiert bei mir ja nicht. Ich habe ja keine nicht diese Marketingmacht wie die großen Verlage. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich mich auf euch verlassen konnte und dass ihr mir geholfen habt. Und Freunde, wir starten jetzt mit dem Video. Das war ganz schön lang, ne, mein Intro. Aber mir war es sehr, sehr wichtig, euch das zu sagen. Ich blende euch jetzt mal hier etwas ein. So, und ich gucke parallel auf meinen Computerbildschirm, denn ich habe die Sache natürlich für die Polizei eingescannt. Als ich mit Maxim aus dem Urlaub kam, hatte ich in meinem Briefkasten ein Schreiben, wo drauf stand, letzte Mahnung. Da war ich schon so ein bisschen nervös, wo ich dachte, okay, was habe ich denn jetzt schon wieder vergessen? Normalerweise vergesse ich nie etwas zu bezahlen. Ich bezahle immer alles gleich. Ich kaufe eigentlich selten etwas auf Rechnung, nur wenn es halt anders nicht geht. Und deswegen war ich an dem Punkt, wo ich so gedacht habe, da kann ja eigentlich nichts stimmen. Aber vom Optischen her, und das könnt ihr ja auch sehen, sieht das jetzt erstmal alles extremst stichhaltig aus, ne? Letzte Mahnung, es ist ein Briefkopf, es ist ein Handelsregister, Steuerumsatz-ID, alles mit drin. Also es ist alles so, dass ich jetzt erstmal gedacht habe, oh Mist, das könnte schon irgendwie sein. Und ich lese euch den Brief mal vor, beziehungsweise wir lesen mal den Brief zusammen und dann werde ich euch mal so nach und nach so Sachen sagen, wo ich sage, da stimmt doch was nicht. Also erstmal zuerst, Peluschen gibt es wohl wirklich. Peluschen ist so ein Zahlungsanbieter, wenn man etwas kauft, die stellen dann die Rechnung. So habe ich das verstanden. Und UNZA ist so dieser Überbegriff, dieser Peluschen AG. Also das gibt es wirklich. Von daher, wenn man mit Peluschen oder UNZA schon mal zu tun hatte, oder ANZA, ist mir auch eigentlich wurscht, wie das heißt, dann kann man damit schon mal Berührung gehabt haben. Auf jeden Fall stimmte die Adresse, mein Name stimmte. Es gab einen Fehler in der Postleitzahl, aber das kommt öfter mal vor, weil hier in Berlin gibt es so viele Postleitzahlen. Auf jeden Fall, das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht. Aber erstmal fangen wir mal an. Letzte Mahnung. Ach so, was ich noch sagen wollte.
Normalerweise, wenn man einen Brief bekommt, hat man für eine Mahnfrist 14 Tage Zeit. Ich hatte hier, ich habe den Brief am Freitag bekommen, laut Poststempel, und musste das alles bis zum Sonntag bezahlt haben. Also da seht ihr schon, okay, die Frist des Bezahlens war auch sehr gering, das mal so nebenbei. Also, sehr geehrter Herr Pelletier, trotz mehrmaliger Zahlungsaufforderung konnten wir für Ihren Einkauf vom 18.04. im Penny.de Shop bis zum 20.05. keinen vollständigen Zahlungseingang feststellen. Ihnen wurde dadurch zusätzlich zum offenen Rechnungsbetrag von 179 Euro, was habe ich denn da bei Penny gekauft, ja, vertragsgemäß Mahn- und Bearbeitungsgebühren von 10 Euro in Rechnung gestellt. Die Forderung an Sie steht vor Übergabe an ein Inkassobüro. Vermeiden Sie negative Auswirkungen auf Ihre Kreditwürdigkeit und weitere Kosten durch eine umgehende Überweisung des offenen Betrages auf das nachstehende Konto. Okay, also das ist jetzt erstmal schon echt hart, wo ich dachte, okay, das macht mir schon ein bisschen Angst, weil, aber jetzt sortieren wir das mal. Es ist die letzte Mahnung. Es gab keine Mahnung 1 und keine Mahnung 2. Das hat mich schon sehr gewundert, weil normalerweise kriegt man immer Mahnung 1, Mahnung 2. Was aber sein kann, ist, dass man Mahnung 1 und 2 vielleicht per E-Mail bekommen hat und die sind dann ins Spam-Postfach gewandert. Wobei, da gucke ich eigentlich auch immer rein. Auf jeden Fall, das hat mich halt schon so ein bisschen gewundert, aber penny.de. Also, ich habe ein Problem hier, wo ich wohne. Ich habe hier genau einen einzigen Einkaufsmarkt, wo ich einkaufen gehen kann, und das ist Penny. Das sind 5 Minuten von mir. Ich würde doch nicht bei penny.de bestellen, wenn mein Penny direkt vor der Tür ist. Das hat mich schon sehr stutzig gemacht. Und dann die Summe, 179 Euro. Also ich meine, ich bin ein Single-Haushalt. Ich bin zwar mit Maxim zusammen und wir haben aber zwei Haushalte. Also ich lebe von meinem Haushalt ja quasi alleine. So, und für 179 Euro, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ja, aber ich krieg für 179 Euro eine Großfamilie satt. Für bestimmt eine Woche, würde ich jetzt einfach mal ganz provokant sagen. Ihr könnt gerne eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben, ob ihr 179 Euro gut oder schlecht findet. Es kommt ja auch mal darauf an, für welchen Zeitraum man einkauft. Aber ich gebe niemals so viel Geld für Einkäufe am Stück aus. Ich bin so ein Typ, ich kaufe mal für 20 Euro ein, dann kaufe ich mal für 40 Euro ein. Immer so je nachdem. Also das kann schon mal so gar nicht sein. Und das hat mich halt dann wirklich sehr, sehr stutzig gemacht. So eine hohe Summe, keine Mahnungen, ein kleiner Fehler an meiner Adresse. Das sind alles so Sachen, wo ich sage, das kann es ja eigentlich nicht sein. Wenn man den Brief denn weiterliest, sieht man denn dann, dass man hier auf einen Link weitergeleitet wird. Aber normalerweise hat man denn dann www.peluschen-mahnung.de. Aber hier hat man ja einen ewig langen Link, den man sich wahrscheinlich aus dem Browser reinkopiert hat, damit man die richtige Peluschen-Seite nicht erreicht. Und dann geht das alles so weiter. Man hat halt dann noch, wie gesagt, diese 2 Tage Zeit dazu bezahlen. Und Freunde, ich muss euch wirklich sagen, ich habe kurzzeitig mit mir gehadert. Was ist das? Stimmt das jetzt? Stimmt das nicht? Aber ganz, ganz wichtig. Also ich bin mir so gar nicht einer Schuld bewusst, dass ich hier so gar nichts gemacht habe. Und was fehlt? Ganz, ganz wichtig bei solchen Rechnungen. Es gibt keine Kundennummer und es gibt vor allen Dingen keine Rechnungsnummer. Ich für mich schreibe als Selbstständiger ja immer eine Rechnung. Und die Zuschauer, die bei mir schon mal ein Buch auf Rechnung bestellt haben, wissen, es gibt immer eine Rechnung mit einer Rechnungsnummer. Eine Kundennummer ist nicht zwangswichtig, aber eine Rechnungsnummer ist wichtig. Und das hat mir halt auch schon gezeigt, hier stimmt etwas nicht. Wie gesagt, dieser eingefügte Link, der passt mir irgendwie auch nicht. Und natürlich der Abstand von Bezahlung und Nichtbezahlung. All diese Dinge sind wirklich, ja, wie soll ich das sagen, sind wirklich kurios. Ich war denn lustigerweise auf der richtigen Seite von Answer und habe denn dann mal diesen Verwendungszweck eingegeben und mein Geburtsdatum, da tauchte denn auch nichts auf. Und das war für mich dann so der allerletzte Punkt, wo ich gesagt habe, so geht das nicht. Und aus diesem Grund habe ich als erstes, dass ihr das wisst, den Verbraucherschutz.de, also eingegeben Verbraucherschutz.de, und habe mir da erstmal so ein Standardformular runtergeladen, welches ich an die richtige Peluschen AG geschickt habe. Das habe ich letzte Woche gemacht, mit einer Kopie dieser Mahnung, mit der, ja, es ist so ein Standardschreiben, da geht über 2 Seiten, wo ich quasi auf die Beweispflicht eingehe, dass man mir beweisen muss, dass ich was gekauft hätte. Wir gehen davon aus, in dem Fall, dass es wirklich so war. Das war das Erste, was ich gemacht habe, einfach nur um auf Nummer sicher zu gehen, was aber wie gesagt völlig unwahrscheinlich ist. Und das Zweite, was ich gemacht habe, ist eine Online-Anzeige gemacht gegen diesen Absender. Weil was vielleicht ganz interessant ist, Handelsregister ist in Wien,
Das Konto läuft in Luxemburg und die Geschäftsanschrift ist in Deutschland. Auch das ist sehr, sehr merkwürdig, dass man das Unternehmen auf drei Zweige aufgeteilt hat. Das heißt also hier, ich kann mit 99%iger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass man mir hier übel zuspielen wollte. Und dementsprechend habe ich das alles zur Anzeige gebracht. Online-Anzeige ist nun mal ganz einfach. Jetzt ist aber die große Frage, wer war das? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, was sein könnte. Ich denke mal, das Sinnvollste kann wirklich sein, dass es hier ein Kettenbrief ist, der sich die Impressumsdaten von Influencern zum Beispiel raussucht oder von generell Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, ihre Unternehmens öffentlich angemeldet haben. Die sucht die raus und schreibt die einfach wahllos an. Das ist Möglichkeit 1, die ist für mich schon sehr realistisch. Möglichkeit 2, die auch möglich wäre, ist, dass es ein gewiefter Zuschauer ist, also ein Zuschauer, nicht ein Stammzuschauer, sondern jemand, der mal kurz meine Videos gesehen und dachte, Mensch, ich habe so viel kriminelle Energie, ich werde jetzt hier einfach was fälschen, meine private Kontonummer einsetzen und hoffen, dass Danny so blöd ist, das zu überweisen. Das glaube ich eher nicht, weil das wäre wirklich richtig dumm, wenn man das machen würde, wenn man über die Kontonummer dann ganz schnell rausfindet, wer es war. Deswegen glaube ich diese Möglichkeit eigentlich nicht. Ich bin davon fest überzeugt, dass es so eine Kettenbriefgeschichte ist, die da so angelegt wurde und dass man versucht hat, auch hier, ohne zu wissen, dass ich bin, sondern einfach um x-beliebige Leute anzuschreiben, sie eben abzuziehen. Es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, denn was kommt immer häufiger vor? Ich glaube, der ein oder andere Zuschauer hat vielleicht auch schon mal solche Erfahrungen gesammelt. Schreibt mir das sehr, sehr gerne mal in die Kommentare. Ich würde sehr, sehr gerne wissen, ob ihr vielleicht auch noch einen Fehler bei dieser letzten Mahnung entdeckt, wo ihr sagt, nee, das kann gar nicht sein, weil das und das fehlt. Vielleicht habe ich auch irgendwas nicht entdeckt. Auf jeden Fall, tut mir einen Gefallen, klickt nicht auf irgendwelche Links, versucht nicht den Links zu folgen oder versucht nicht da hinter nachzuforschen, denn eins ist klar. Diese Peluschen AG, die gefakte, das sind wirklich kriminelle Leute. Das sind irgendwelche Leute, die im großen Stil arme, verunsicherte Bürger abzocken. Das ist richtig, richtig übel. Und ja, geht nicht auf diese Dings, schaut euch das einfach nur an und freut euch mit mir, dass ich es geschafft habe, nicht veräppelt zu werden. Und wenn ihr mal sowas habt in eurem Briefkasten, das ist die Botschaft des Videos, ja, eine letzte Mahnung, wo ihr denkt, habe ich doch bezahlt, oder aber, ich habe das doch gar nicht gekauft. Geht definitiv auf den Verbraucherschutz-Link, ladet euch das Muster runter, schickt das Muster erstmal hin und dann macht eine Online-Anzeige. Solltet ihr euch aber dann wirklich sicher sein, dass ihr es nicht gekauft habt, Freunde. Ich werde mich jetzt verabschieden, freue mich, dass ihr bei diesem Video wart, denn ja, was soll ich sagen, es ist echt ein Ding gewesen, das musste ich euch unbedingt sagen. Freunde, macht's gut, hab euch lieb, tschüss.